Aus meinem Schottlandurlaub habe ich mir dieses Bier hier mitgebracht. Hat, auch wenn es so ausschaut, nichts mit dem amerikanischen Wahlkampf zu tun und auch nichts mit Coco Jumbo. Was es für ein Bier ist und welche Brauerei, könnt ihr vielleicht schon erahnen, wie es schmeckt. Darüber reden wir in 6 Sekunden. Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zur heutigen Bierverkostung. Ich freue mich, dass ihr alle mit dabei seid und mit mir noch ein bisschen meinen Schottlandurlaub weiterleben lasst, denn da war ich ja bei BrewDog und habe mir unter anderem dieses Bier hier mitgebracht. Allerdings nicht bei BrewDog gekauft, sondern bei Tesco, denn dieses Bier hier ist exklusiv in UK bei Tesco zu haben. Wir haben es da ein bisschen besser hier in Österreich und auch in Deutschland. Da gibt es den einen oder anderen Online-Händler, der das auch hat. Aber in UK, wie gesagt, kann man es nur bei Tesco kaufen. Und es ist ein Bier, was tatsächlich mit der BrewDog-Geschichte sehr, sehr eng verbunden ist. Es war eins der ersten Biere, die BrewDog auch in die Tesco-Supermarktregale gebracht hat. Wir könnten es also auch am Supermarkt Samstag hier trinken. Würde sehr, sehr gut nach Schottland passen. Das Bier hat auch so in der Entwicklung nicht nur beim Äußerlichen, sondern auch beim Namen einiges durchgemacht. Es wurde am Anfang als Hardcore IPA verkauft. Warum? Das erklären wir gleich. Und heißt jetzt Mr. President. Und wie gesagt, schaut hier so ein bisschen eher aus wie Trump oder Harris. Aber wie gesagt, hat nichts damit zu tun. Defiant Double IPA und a Bier Destined for Greatness. Und große Namen oder auch Präsidenten verdienen ja auch dann vielleicht höhere Werte. Wir sagen ja auch Imperial, also kaiserlich, zu besonders starken Bieren. Und President schlägt immerhin mal mit 9,2 Volumenprozent Alkohol zu Buche. Das ist allerdings noch nicht alles. Es sind auch 150 Bittereinheiten bei diesem IPA. Oh, also da Coco Jumbo. War früher in 0,33er Flaschen zu haben, hatte so ein rubinrotes, purpurrotes Etikett, so ein bisschen lila. Gerstenmalz ist reingekommen, Pale Ale Malz und Crystal Malt. Und letzteres ist ja zumindest dafür verantwortlich, dass dann mal so auf der Karamell- und Toffee-Ebene richtig das Konzert losgeht. Hopfenseitig Centennial, Columbus und Simcoe, also auch drei eigentlich alte Bekannte. Ich weiß nicht, was ich euch sonst noch sagen soll. Und da mir da jetzt im Augenblick nichts Besseres einfällt, machen wir das Bier einfach mal auf und schenken es ein. Und wir wissen ja, zumindest ich weiß jetzt nach meinem Schottlandurlaub, dass IPA tatsächlich unter Umständen ein bisschen einen anderen Begriff in Großbritannien hat. Also gewusst habe ich auch schon vorher, aber man erlebt es dann halt ein bisschen anders. Und wir haben es hier mit einer wirklich satten, tiefen, eigentlich überhaupt nicht getrübten Kupferfarbe zu tun. Es ist nur so dunkel da drin, dass es fast schon getrübt, dass man meint, es wäre getrübt. Anderthalb Finger eines beigen Schaums, der mit schöner, feiner Pore sich auch herrlich ans Glas legt. In der Nase. Oh. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir nur diese eine Dose gekauft. Hätte es mir jetzt ein bisschen entspannter auf der fruchtigen Seite vorgestellt. Aber nee, das ist mit Mango, Aprikose richtig, richtig fruchtig. Kräutriger Hopfen, ein bisschen Pinie. Ja, und im Hintergrund hat man dann auch so eine leichte Vorahnung, was da toffee-technisch abgeht. Und jetzt habe ich richtig Bock auf den ersten Schluck. Sehr zum Wohl. Cheers. Oh, herrlich. Das kommt mit so einer kräftigen Toffee-Note. Karamell, Malz. Also der ganze Zug, der rollt da quasi über einen drüber. Und noch einmal so überlegt, so, das ist ja jetzt aber so richtig viel Malz, so, kickt von hinten die Bittere rein. Ob das jetzt 150 Bittereinheiten sind, über sowas diskutiere ich nicht mehr, weil das sind ja auch rechnerische Werte und ich habe aufgehört, mir darüber jetzt wirklich tiefere Gedanken zu machen, ob das möglich ist oder ob das nicht möglich ist. Aber ich muss sagen, die Bittere ist schon sehr, sehr kernig, kommt mit einer gewissen Harzigkeit. Es ist nicht so süß, wie man es dann auch erwarten würde bei dieser Masse an Karamell, Toffee und Malz. Wahrscheinlich geht da viel von auch schon für die Balance drauf. Ein kräutriger Hopfen. Es ist extrem weich im Mund.
Ja, man merkt den Alkohol von 9,2 Volumensprozent, aber es ist nicht so extrem, wie ich es erwartet hätte. Brewrock finde ich, und ich weiß nicht, wie es euch geht, schreibt mir das gerne mal unter das Video, ist für mich keine Brauerei, die Kernkompetenzen hat, Alkohol zu verstecken. Also, wenn hoher Alkoholwert bei Brewdog draufsteht, dann schmeckt man den meistens auch. Und das können andere Brauereien deutlich besser. Ich finde, Brewdog kann das nicht. Hier, also es sind 9,2, insofern muss man einfach sagen, ja, da ist auch viel zu verstecken. Es ist okay. Also es ist jetzt nicht ganz so vordergründig, aber da ist halt auch noch sonst viel bei diesem Bier los. Kräftige Würze auf jeden Fall auch. Orangenzeste, ein bisschen Grapefrucht spielt dann hinten noch mit rein. Und also gerade der Hopfen, der legt sich so richtig auf die Zunge und an den Gaumen, fängt auch so ein bisschen an zu ziehen, so leicht astringierend. Also, puh, das ist schon ein schwereres Kaliber. Vom Körper her natürlich ein eher vollerer Körper, wobei unteres Ende, also das ist so mittlerer bis voller Körper. Kohlensäure schön mild gehalten. Ja, das muss bei so einem kräftigen Bier auch, glaube ich, darf es nicht so heftig sein. Und Textur natürlich, das ist schön cremig weich und hat auch so eine leichte Öligkeit, die möglicherweise dann auch über den Alkohol kommt. Nachtrunk, bittere, harzig, Pinie, also alles das, was wir von so einem richtigen Klopper-IPA erwarten. Aber Aprikose ist mit dabei, es ist Karamell mit dabei, es ist Toffee mit dabei und natürlich auch diese Würzigkeit gepaart dann eben mit so einem gewissen Alkohol. Muss ich sagen, muss der wird auch hinten raus ein bisschen schärfer und es geht dann hinten rein. Wenn ich eine Wertung für dieses Bier abgebe, und das mache ich ja bei jedem Bier, dann gibt es für das BrewDog Mr. President Double IPA, Defiant Double IPA, um genau zu sein, mit 9,2 Volumensprozent. BrewTV gibt es dafür 4,5 Punkte für BrewDog, das Double IPA Mr. President. Und wenn ihr dieses Bier kennt und auch eine Meinung dazu habt, dann schreibt mir die gerne mal unter das Video, würde mich mal interessieren. 9,2 Volumensprozent, geht das noch? Ist euch das mit 150 Bittereinheiten wurscht, genauso wie mir? Oder legt ihr da auf jeder einzelne Wert? Würde mich mal interessieren. Und wenn ihr kein Abo auf dem Kanal habt, dann jetzt bitte nochmal hier unten auf Abonnieren klicken und den Kanal unterstützen. Wir schaffen bald die 8000 Abos und ich hoffe, ihr seid da nicht geizig mit Abos. Dann soll es das von mir heute gewesen sein. Freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Bis dahin, tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.